Editieren ist ein wichtiger und grundlegender Bestandteil des Schreibens. Während Schreiben eher ein fließender Prozess sein sollte, wird beim Editieren das bereits Geschriebene überarbeitet. Es wird der Text überprüft, Definitionen umgestaltet und Absätze und Sätze neu aufgebaut. Im Idealfall ist der Autor des Textes nicht gleichzeitig auch der Editor, da sich der Autor um den Inhalt kümmern sollte und der Editor den Text leidenschaftslos überarbeitet und nur auf korrekte Schreibweisen und den Aufbau achtet. Bei der wissenschaftlichen Arbeit jedoch ist der Autor meist auch der Editor und es empfiehlt sich, zwischen dem Schreiben und Editieren ungefähr eine Woche Abstand zu lassen. So bekommt man einen neuen, frischen Blick auf den Text. Es muss beachtet werden, dass während dem Schreiben nicht in den Editiermodus gewechselt werden sollte. Die erste Version des Textes sollte ohne Überarbeitungsschritte zu Papier gebracht werden, auch wenn es noch nicht perfekt scheint. Denn es ist einfacher, im Nachhinein ein stimmiges Gesamtbild im Rahmen einer durchgängigen Bearbeitung zu erzeugen, als laufend zwischen den Schreibprozessen und den Editierarbeiten zu wechseln. Um keine Umformulierungen zu verlieren, empfiehlt es sich, sogenannte Versionsverwaltungsprogramme zu nutzen, um alte Versionen und Formulierungen wiederherstellen zu können. Möchte man nicht so ein Programm verwenden, ist es hilfreich, das Dokument an jedem Tag, an dem man daran arbeitet, mit Jahr, Monat, Tag und dem Dokumentennamen abzuspeichern. Das ist aber nur dann sinnvoll, wenn man gleich zu Beginn des ersten Öffnens am Tag das Dokument mit dem heutigen Datum abspeichert und in diesem weiterarbeitet. Ein Beispiel dafür: Wenn ich am 27.05., 30.05. und 1.06.2018 an meiner Arbeit schreibe, habe ich die folgenden Dokumente. Es kann auch hilfreich sein, Abkürzungen zu verwenden, wie hier zum Beispiel VWA, damit der Dateiname nicht zu lang wird. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Versionsverwaltung direkt am Betriebssystem zu haben. Windows-Geräte bieten die Funktion Dateiversionsverlauf an. Dazu muss man in den Systemeinstellungen Dateiversionsverlauf, Laufwerk auswählen, ein Laufwerk auswählen, auf dem die Daten gespeichert werden sollen. Am besten eignet sich dafür eine externe Festplatte. Ist diese nicht immer angeschlossen, werden die Daten in ein Cache gespeichert und dann automatisch auf die Festplatte, wenn diese angesteckt wird. Für Mac-User gibt es die Anwendung Time Machine. Hier werden die Änderungsdateien ebenfalls auf einem separaten Endgerät gespeichert. Verwendet man nun Online-Textverarbeitungsprogramme, kann es leicht möglich sein, dass diese eine automatische Versionssicherung haben. Google Docs zum Beispiel speichert laufend Versionen, jedoch muss man dafür angemeldet sein.